DS-Profi Sydney und Jean-Pierre genießen noch nicht mal eine Minute den Strand, sondern machen sich direkt an die Arbeit. Einmal quer durch die Stadt am Persischen Golf geht es zum deutschen Edeltuner Franz Simon. Simon! Alles klar? Geht's dir gut? Gut, es geht, Meister. Alles gut? Los. Boah, hier drin ist ja die Hölle los, reinmarschiert. Und hier ist kühl drin. Sehr. Es kam ein sehr auffälliger weißer Italier auf dem Hof mit einem sehr adrett gekleideter Herr. Engländer. 1++. Also hier. Also wirklich, optisch 1++. Danke, super. Aber wieder rein? Freut mich. Lass uns in die Klimaanlage. Ja, lass mal rein. Los geht's. Das ist momentan Ende der Fahnenstange. Maß aller Dinge. Anlässlich unseres einjährigen Jubiläums von Simon Motorsport, meine Firma, über die ganzen crazy Projekte, die wir so machen, Leistungssteigerung, Tuning, Felgen, Fahrwerk und so weiter. Und wie gesagt, einjähriges Jubiläum heute, haben wir eine riesen Party hier. Und was machen wir hier ein bisschen anders als in Deutschland? Wir machen mehr Leistung. M3 klingt ja serie schon ganz gut. Der letzte M3 mit dem Saugemotor, mit dem V8, vernünftigen V8 drin. Und wir bauen einen IP-Klappen aus dem Verlag drunter und das klingt ungefähr so. Und wenn ihr dachtet, dass das schon geil ist, dann hört jetzt mal. Ganz genau so bescheuerte Sachen machen wir. Finde ich persönlich sehr geil, finde alle geil. Und wenn ihr mehr davon wollt, subscribe irgendwo hier. Moin, alles klar? So, läuft.
So, Jungs, kann losgehen. Chef ist da. Was haben wir hier? So. Ah ja, 358 Spider. Volle Hütte. Liberty Walk gemacht. Außenanlage IP F1. Ganz wichtig, Leistung. Leistung haben wir auch gemacht, da kommen wir später zu. Und ich würde sagen, kann eigentlich mal losgehen, oder? Ja, kann losgehen. Anschnallen nicht vergessen, ganz wichtig. Sollen wir Dach aufmachen? Mama. Ich gucke auf die Uhr, um zu gucken, wie warm es ist, weißt du? Okay, machen wir Dach auf. Wahrscheinlich so. Roof closed, okay. Mal andere Richtung. Ah. Ja, wenn dann richtig, ne? Man sagt immer, wenn schon, denn schon. Ne? Da kenne ich einen, der sagt immer, wenn, dann, denn schon. Macht gar keinen Sinn, aber keine Ahnung. Egal. Darauf gemacht. Wetter ist geil. Bleiben zu, oder? Ich finde das geil mit dem Lenkrad. So F1 und so weiter und fort. Aber was ich ein bisschen kacke finde, sind die Blinker. Ja, die Blinker hier auf dem Lenkrad irgendwie. Das ist ganz komisch. Du bist immer. Immer so am Hauen, ne? Links, rechts, hoch. Speedbump. Ah ja, scheiße. Den nimmst du quer, ja? Ja, den musst du quer nehmen. Normal sagt man, quer ist mehr, ne? Ah, ob das so wirklich so 75 PS sind, weiß man nicht. Und darum legen wir da ein bisschen nach. Von der Leistung her. Damit das Ding richtig Bums hat. Und das merkt man auch. Das ist zwar ein Sauger, aber wenn wir da ein bisschen, wir machen ein bisschen Software, Außenverlage, Cut-Ersatzrohre, Endschalldämpfer und so fort und so weiter und so fort. Das merkt man, das Auto atmet viel freier, der dreht viel geiler hoch. Macht vor allem viel mehr Krach. Aber geht auch viel besser und das demonstrieren wir gleich mal ein bisschen. Ist ja, hier gibt es nur 95, was sich hier Special nennt. Und da gibt es 98, also das ist dann super. Nur an, warum wir jetzt so weit gefahren sind, weil zum Beispiel an meiner Tankstelle, also nicht meine Tankstelle, sondern da, wo unser Workshop ist, da die Tankstelle hatten. Ach, warte mal kurz, dann müssen wir weiter quatschen. Wo ist der Tankdeckel? Keine Ahnung. Also, doch rechts, bei mir. So, wir betanken das Ding jetzt, oder lassen es betanken, und schütten jetzt voll mit Super Plus, 18 total, und werden da, ich sag mal, geschätzte, ich schätze so 25 Euro dafür bezahlen. Was kostet der Liter hier? Ja, kannst du ja ausrechnen, 70 Liter. 25. Ein Deal haben 82. Also du hast es aber ganz genau, ne? Ja, und ein Deal haben 82, sind so, ja, zur Zeit aber eigentlich teuer, weil der Umrechnungskurs runter ist. Genau. 81 jetzt sagen, was weiß ich, 25 Cent, 30 Cent? Guck mal, Ferrari beim Tanken. Sieht man auch nicht in Deutschland jeden Tag, ne? Ja, vor allem nicht so ein Ding. Der kann immer winken, wenn er will. Dann losgehen. Ist doch geil, wenn man so wenig für Sprit bezahlt, oder? Hier hast du halt Sprit nicht so in die Ausfahrtskasse eingerechnet, ne? Ja. Normalerweise, oder? Aber ich muss das so sehen, wenn du jetzt hier so ein Ding fährst, was 30 Liter frisst und Deutschland, was weiß ich, 1,9 TD fährst, der 5 Liter frisst, bist du auf dem gleichen Preis. Ja. Guck mal, musst du zeigen, zeig das doch mal. Das steht zwar Gallons, ist aber Liter. 73 Liter, 134 Dirham. Durch
4,2 jetzt, ne? Fast 4 flach. So, schau mal. Haben wir geguckt. Also, 135 Dirham sind 33,90 €. Weil der Umrechnungskurs scheiße ist. Genau. Normal wäre es noch viel weniger, aber ist egal. Also ist geil für Leute, die jetzt in Dubai leben und in Deutschland ausgeben. Genau. Na? Aber umgekehrt scheiße. Umgekehrt ist scheiße. Es macht dir Spaß, ein bisschen albern zu sein, oder? Straße, Alter. Ist doch egal, Mann. Fahr mal da hin. So, fahr mal hier. Stell dich mal hin, so an die Seite. Oh, komm, ich will jetzt mal fahren. Hat vom 458. Ich muss leider auch mal jetzt ein bisschen was arbeiten und ein bisschen was tun. Mehr Videos kommen auf jeden Fall. Wenn euch das gefallen hat, einfach subscriben hier oben, teilen, liken und so weiter. Und schaut doch mal auf den Channel von Patrick Reiserer 1 hier unten. Der hat ganz, ganz viele Videos online, auch ganz viele Videos online. Das ist unser Kameramann und der macht halt die ganzen Videos für uns. Bitte subscriben bei uns, bei ihm. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und wir werden auf jeden Fall ganz, ganz soon, wieder das Englisch. Bald. Ganz, ganz bald wiederkommen mit neuen Videos und je mehr ihr liked, je mehr ihr teilt, desto mehr coole Sachen werden wir auf jeden Fall für euch machen. Ne? Bis dann. Ciao.